Hallo, weiter geht's in unserem SQL-Kurs. Als erstes brauchen wir jetzt natürlich eine Beispieldatenbank. Und hier bei gerhard.de, das war früher Oberstufeninformatik.de, gibt es einige Beispieldatenbanken, die wir uns dann im Verlaufe anschauen werden. Als erstes beginnen wir mal mit der Nordwind. Das ist die Beispieldatenbank von Microsoft für Access mit sehr vielen Sachen drin, wie man es nicht macht. Von daher sehr gut geeignet, um das nebenbei auch anzusprechen. Die kann man sich hier einfach runterladen, Rechtsklick, Ziel speichern unter. So, habe ich natürlich schon gemacht. Als erstes empfehle ich immer, sich das mal so ein SQL-Dump, sagt man da, sich den herunterzuladen und anzuschauen. Und was als erstes auffällt, ist, dass das ein bisschen kleine Schrift ist. So, was als erstes auffällt, ist, dass nach den Kommentaren, die jetzt hier blau eingefärbt wurden, Kommentare starten mit zwei Minusen, dass der erste Befehl hier ist Create Table. Das heißt, es wird keine Datenbank angelegt, sondern nur die Tabellen. Wenn ich jetzt also keine Datenbank angelegt habe, dann weiß der gar nicht, wo ich das hin, wo er es hinschreiben soll. Deswegen ist es wichtig, dies anzugucken und eben eine Datenbank vorher anzulegen, wenn hier mit Create Table gestartet wird. Und das Zweite, worauf ich achte, ist, welche Datenbank Engine wurde verwendet. Und das ist in diesem Fall MyESAM. MyESAM ist ein sehr altes Format von der MySQL-Datenbank und es kann keine Beziehungen darstellen im Designer. Deswegen empfehle ich, hier ein Suchen und Ersetzen zu machen. Ersetzen und suchen nach MyESAM und ersetzen. Ups, das Leerzeichen will ich nicht mit wegmachen. Und ersetzen durch InnoDB. Das hat für die Auswertung überhaupt keinen Unterschied, aber es wird eben bei der Analyse der Datenbank helfen, wenn die Daten im InnoDB-Format sind. Alle ersetzen. Achtmal. Okay, und jetzt speichern nicht vergessen. Gut, dann können wir in die Workbench rübergehen. Wir haben hier noch kein Schema. Ein neues Schema kann man anlegen, indem man hier auf die Tonne klickt. Das ist jetzt die Nordwind. Charset und Collision lassen wir einfach auf Default. Klicken hier auf Anwenden. Jetzt wird der SQL-Befehl dazu erzeugt, den könnte ich auch selber eingeben, Create Schema von mir aus. Und fertig, Close. Und das hier kann man jetzt hier auch wieder schließen, dass man hier nicht so viele Tabs offen hat. Die Nordwind muss man nochmal doppelklicken, dass die hervorgehoben ist. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich diesen Query oder diesen, wie ich dieses SQL-Skript reinkriege. Einmal gibt es hier Open SQL Script. Dann wird es hier einfach geöffnet. Ich könnte auch Run SQL Script machen. Und muss dann hier auswählen, wo es rein soll. Und das hier lassen wir einfach. Okay, das ist mir das letzte Mal auch schon passiert. Früher ging das ohne weiteres. Ich hatte es fast befürchtet. Passiert ist jetzt hier nichts. Ich aktualisiere nochmal. Nee, ist nichts. Oh. Irgendwas Komisches angelegt. Ja. Also, es ist nichts drin. Die ist hervorgehoben, wie wir sehen. Wir können hier einfach auf den Blitz klicken. Dann wird der Dump eingelesen. So, und jetzt ist er fertig.
Und wenn ich jetzt hier auf Aktualisieren klicke, dann sehe ich jetzt hier auf einmal dieses kleine Pfeilchen und sehe, okay, die sind da, die Tabellen. Und hier, wenn ich Rechtsklick mache, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Select Rows. Und dann kann ich mir schon mal anzeigen lassen, was in dieser einzelnen Tabelle drin ist. Gut, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.